Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Viktoria Rebensburg kommt in dieser Saison nicht richtig in Schwung. Urheberrecht Getty Images. Vor dem Start der alpinen Ski-WM kritisiert Maria Höferich den fehlenden Ehrgeiz bei Viktoria Rebensburg. Dem deutschen Team traut sie dennoch einige Medaillen zu. Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höferich hat unmittelbar vor dem Auftakt der alpinen Ski-WM im schwedischen Aare am Dienstag Kritik an ihrer früheren Teamkollegin Viktoria Rebensburg geübt. Vicky ist weiterhin das Aushängeschild bei den Damen, keine Frage. Aber mit den bisherigen Ergebnissen kann sie aus meiner Sicht nicht zufrieden sein. Vor allem in den Speed-Disziplinen schöpft sie ihr Potenzial nicht voll aus, sagte Höferich dem Nachrichtenportal t-online.de. Rebensburg habe oft genug gezeigt, dass sie in Abfahrt und Super-G aufs Podest fahren kann. In dieser Saison ist sie da aber nicht gierig genug und gibt sich beispielsweise auch mal mit einem 11. Platz zufrieden. Um auch hier konstant vorne mitzumischen, müsste sie mehr in diese Disziplinen investieren, sagte Höferich, 34. Höferich hofft auf DSV-Team Rebensburg, gehört zum WM-Start beim Super-G am Dienstag zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen. Seit ihrem dritten Platz im ersten Weltcup-Super-G des Winters in Lake Louise, Kanada, stand die 29-Jährige aber nicht mehr auf dem Stockerl. Trotz ihrer Kritik traut Höferich der deutschen Mannschaft in Schweden mindestens 2 Medaillen zu. Neben Rebensburg, Abfahrerin Kira Weidle oder Stefan Luiz hat sie dabei auch Felix Neureuther auf der Rechnung. Punkt. Er ist auf einem guten Weg, man darf aber keine Wunderdinge von ihm erwarten, sagte sie.